Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich ein Teil Nummer 2 von Tricks und Trick 17 am T3-Bus. Und ich würde sagen, wir beginnen diesen Morgen mit einem wunderschönen Sonnenaufgang und starten direkt in das Video hinein. So kann doch ein Tag immer nur gut beginnen. Fangen wir an mit dem ersten Trick. Und zwar geht es hier um meine Sitze, denn es ist vielleicht noch nicht vielen aufgefallen, aber diese Sitze haben hier eine andere Farbe. Das ist ganz einfach, denn der erste Trick ist eigentlich relativ easy, denn die T3-Sitze, die jeder kennt, die Pilotensitze, sind halt einfach schweineteuer mittlerweile geworden. Also die sind echt in Gold aufgewogen und das ist echt schon nicht schön, was die Händler teilweise dafür, auch Privatpersonen, dafür haben wollen. Und hier habe ich Abhilfe schaffen können, denn die Sitzschienen vom T4 und vom T3 sind gleich. Sprich, ihr geht einfach hin, besorgt euch T4-Sitze, in dem Fall sogar als Pilotensitze. Die sind nämlich deutlich billiger wie die vom T3. Und die könnt ihr einfach Plug and Play rausziehen, reinschieben, fertig. Fertig, Leute, einfach fertig. Dann habt ihr T4-Sitze, Pilotensitze. Die kosten eigentlich momentan noch zu diesem Stand von diesem Video nur knapp die Hälfte, was so ein T3-Sitz kosten soll. Vor allen Dingen in so einer Ausstattung. Denn ich habe hier zum Beispiel die Ausstattung in Beige, in Velour Beige. Und die wird in Gold aufgewogen. Und wenn ich da Sitze haben will, unter einem Taui momentan nichts zu machen. Deswegen hier Trick Nummer 1. T4-Sitze im T3, ganz einfach. Ich habe mir ja nicht umsonst hier diese wunderschöne Kulisse ausgesucht, um euch ein Video zu präsentieren. Denn wir machen direkt mit dem zweiten Trick weiter. Und der zweite Trick, da geht es um die Frontscheibe. Denn ihr könnt sehen, diese Frontscheibe hier hat einen Blaukeil. Aber ich habe keine Scheibe teuer gekauft mit einem Blaukeil und auch keine Sonnenschute dran, die über 300 Euro kostet. Nein, Trick Nummer 2 ist relativ easy. Ihr nehmt einfach eine Folie, eine Scheibenfolie zum Scheibenfolieren. Da einfach einen Streifen heraus, schneidet euch das zurück und dann habt ihr hier eine wunderschöne Sonnenschute in eine Sonnenblende für ein paar Pfennig oder ein paar Cent, wie ihr es haben wollt. Und hier kann ich einfach mal direkt zeigen, wie der Effekt ist. Wir stehen jetzt unter der Sonne, die Sonne blendet. Und wenn ihr jetzt nach oben geht, merkt ihr sofort auch die Lichteffekte in der Kamera, was das für ein Unterschied ist. Und das für nur ein paar Cent. Aber man muss dazu sagen, ganz, ganz wichtig, in Deutschland ist es nur geduldet, sag ich jetzt mal, diese Scheiben zu folieren vorne. Denn die Frontscheibe darf meines Wissens nach nur 10% beklebt sein. Ich komme mit meinen gerade so aus, aber die Polizei sieht es natürlich trotzdem nicht sehr gerne, genauso wie der TÜV, wenn die Frontscheibe beklebt ist. Deswegen seid mir da ein bisschen nachsichtig mit. Das hier wird für den TÜV immer wieder abgemacht. Ist leider nun mal so. Den letzten Trick kann ich euch auch direkt hier vor Ort zeigen, denn der ist auch relativ easy und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, euch das zu besorgen. Und zwar geht es um meine Spiegel, denn nein, es geht nicht um den Spiegel selber, es geht um das Spiegelglas. Denn dieses Spiegelglas, das kann man jetzt relativ schlecht erkennen, dieses Spiegelglas ist gebogen. Sprich, ich habe eine Wölbung drin und dadurch habe ich den Vorteil, dass sich dieser Winkel hier vom Fahrzeug einfach ungemein vergrößert und ich kann es wirklich nur empfehlen, sich solche Dinger zu besorgen. Ich werde die unten mal verlinken. Die gibt es als selbstklebend, sprich, da ist dann einfach eine Klebeschicht drauf. Die kommen dann auf die alten einfach draufgeklebt. Das kann man jetzt hier gerade leider nicht erkennen. Die sind nur aufgeklebt. Oder es gibt halt welche, die müsste man dann mit extra Spezialkleber, zwei Komponentenkleber, vielleicht Silikon aufkleben. Also kauft euch besser die selbstklebenden. Die könnt ihr einfach draufsetzen und dann habt ihr euren Spiegel einfach, eure Sichtweite im Spiegel einfach mal um das Doppelte vergrößert. Macht es ungemein einfacher beim Einparken, vor allem mit dem riesen Auto. Und ihr habt auch ein bisschen mehr Weitsicht gegenüber zum Beispiel Radfahrern auf dem Fußgängerweg hinter euch, wenn ihr zum Beispiel rechts oder links abbiegen wollt. Also ich kann es nur empfehlen, kosten wirklich nicht viel. Und das ist ein echt geiler Trick, den ich euch mitgeben will. So, jetzt fahren wir erstmal in die Garage, denn es ist ziemlich kalt. Ich werde mir noch einen Kaffee besorgen und dann werden wir ein bisschen weiter über ein paar tolle Tricks vom T3 sprechen. Für unseren nächsten Trick müssen wir hoch hinaus.
aufs Dach vom T3, denn ich habe schon mehrmals angemerkt, ich habe hier ein Hubdach drin, wurde ganz gerne in den 90ern gemacht. Momentan geht der Trend dazu, die Fenster wieder rauszumachen und das Loch wieder zu verschließen, also wieder ein neues Blech einzusetzen und das alles wieder auf Original zurückzurüsten. Und hier habe ich einen ganz einfachen Trick, und zwar sind diese Hubdächer mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Und ich habe es ganz einfach, der Vorbesitzer von diesem Bus hat hier einfach ein Hubdach von einem Mini 1000 eingesetzt. Die gibt es wohl ein bisschen billiger und ein bisschen einfacher zu kaufen. Und deswegen kann man dann auch diese Dächer in den T3 einbauen. Das passt wohl einigermaßen mit der Dachwölbung und soll wohl kein großes Problem da sein. Bis jetzt ist es dicht, von daher kann ich nichts großartig Negatives darüber sagen. Für den nächsten Trick müssen wir ein bisschen auf meinen anderen Bus eingehen, denn hier steht mein T3 Offroad Projekt. Der ist immer noch nicht fertig, aber es kommt langsam. Und hier habe ich einige Sachen auch noch geändert, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind im Alltag. Denn, angemerkt, ich habe mir mal LED Nightbreaker, also LED-Lichter für den T3 gekauft. Die sind jetzt in das Auto hier gewandert. Und ich muss echt sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Leuchten kosten leider Gottes 150 Euro, meine ich. Ich werde es ja auch unten verlinken. Aber jeder, der mit dem T3 im Dunkeln gefahren ist, weiß, dass die Lichter original einfach absolute Katastrophe sind. Und das ist eine gute Alternativlösung, ohne irgendwie auf neue Scheinwerfer umzusteigen, wo du einfach Plug and Play die Sachen verbauen kannst und kannst damit dann fahren und hast wirklich eine super Lichtausbeute. An der Stelle muss ich aber sagen, die LED Nightbreaker sind meines Wissens nach nur für die runden Scheinwerfer genehmigt. Also die haben keine Genehmigung für die eckigen Scheinwerfer. Jedoch passt die Fassung 1:1. Also ihr könnt sie auch in den eckigen Scheinwerfern fahren. Aber soweit ich weiß, sind sie nur für die roten Originalscheinwerfer zugelassen. Naja, was sollen wir sagen? Wo kein Kläger, kein Richter. Wir wissen es alle gut genug, dass, wenn sich da keiner drüber aufregt, gerne solche Sachen dann auch verbaut werden. Nur an der Stelle einmal dabei gesagt. Des Weiteren, wenn wir schon einmal beim Licht sind, ganz klar, was ist besser als Licht? Genau, noch mehr Licht. Deswegen habe ich hier eine LED-Bar, die wirklich sehr, sehr viel Licht macht. Also die wird übers Fernlicht geschaltet. Sobald ich Fernlicht anmache, habe ich einfach nach vorne hin so viel Licht, dass ich eigentlich gar keine LED-Scheinwerfer vorne mehr bräuchte. Aber jeder, wie gesagt, der im Dunkeln mal mit dem T3 gefahren ist, weiß ganz genau, dass die Dinger einfach nichts bringen. Und somit, kleiner Tipp am Rande, die Offroad-affinen Leute wissen es so oder so, so eine LED-Bar oben auf dem Dach, die macht schon was auch. Nächste Sache, die wir besprechen müssen, ist mein Dachträger. Dachträger auch, ganz, ganz großes Thema. Ganz viele Leute wollen Dachträger haben und ich habe mich da wirklich lange mit beschäftigt. Hab meinen Dachträger dann gebraucht gekauft von einem Bekannten von mir. Und da hatte ich ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar will man auf so einem Dachträger natürlich auch vernünftig laufen können. Und da habe ich mir Abhilfe geschaffen, beziehungsweise ich habe es so mitgekauft. Und zwar ist hier auf dem Fahrzeug einfach ein Gartenzaunmund. So sieht das Ganze dann aus. Der hier ist zum Glück in Anthrazit gehalten, passt also dazu relativ gut zu meinem Fahrzeug. Und ja, was soll ich euch einfach sagen? Es ist ganz einfach, ich kann auf dem Fahrzeug herumlaufen, das ist hier verschraubt. Ich kann Sachen drauf abspannen und es sieht auch nicht so bescheuert aus wie gedacht. Und von daher kann ich euch echt nur ans Herz legen, bevor ihr jetzt einen Dachträger kauft für teuer, teuer Geld. Geht man einfach in den Baumarkt, besorgt sich so einen Doppelstab-Gittermaschenzaun, schneidet den sich zurecht. Der ist jetzt gekürzt, da ich die Dachbox an der Seite noch drauf habe, aber ihr könnt natürlich auch einen ganzen nehmen. Und dementsprechend kommt ihr dann relativ billig davon weg. So ein Zaun kostet um die 50 Euro, so ein Element. Und ich habe mal geguckt, wenn ihr einen normalen Dachträger haben wollt, dann bezahlt ihr da schon für den Dachträger mit der Plattform, zum Beispiel bei namhaften Herstellern, 2000 Euro. Und das nur, um da drauf zu kommen, das sage ich ganz ehrlich, das ist mir zu viel Geld. Und ich habe dann ein bisschen was ausprobiert, habe mit Sandblechen gearbeitet. Sandbleche passen aber nicht genau. Dann habe ich gedacht, ja okay gut, dann machst du das aus Holz. Die Holzkonstruktion muss nach ein paar Jahren ausgetauscht werden, weil sie dann morsch wird, wenn das Auto vielleicht draußen steht. Des Weiteren musst du mal Platten kriegen, die in den Maßen sind, die was aushalten und wo du dann gleichzeitig auch dann noch bezahlen kannst. Weil so eine Siebdruckplatte, wenn du die da oben drauf machen willst, bist du auch mal in 200 Euro los. Deswegen an der Stelle kauft euch einfach ein Stück Zaun und spackst den bei euch oben drauf. Natürlich muss man ganz klar sagen, der Träger, der ist noch separat. Der Träger hat alleine, glaube ich mal, 250 Euro gekostet.
Das ist ein Importteil aus Amerika gewesen. Also das Ding kostet eigentlich schon relativ viel Geld. Deswegen ist das hier so nur ein Tipp am Rande. Aber wenn ihr normale Dachträger benutzt, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Möglichkeiten, das dann zu fixieren. Und für so einen Bus ist das eine geile, billige Lösung, die funktioniert. Und dementsprechend bin ich damit top zufrieden. Da wir gerade vom Dachträger gesprochen haben, gehen wir auch noch einmal auf mein Paulchen ein. Denn ich habe es hier relativ easy gehabt. Ich wollte natürlich irgendwie auf das Dach kommen. Wollte aber keine Heckklappenleiter verbauen, weil die Karosserie frisch lackiert ist. Und ich möchte ganz gerne meine Räder mitnehmen. Und ich habe das Paulchen schon vorher gehabt. Dann gehe ich nicht hin und kaufe mir noch einen für auf der Anhängerkupplung. Und bin dann einfach auf die Idee gekommen und habe hier eine Strebe zwischengeschweißt. Ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht und ein paar Querstreben gesetzt. Und jetzt kann ich über die Anhängerkupplung auf den Träger mich hier abstützen und kann dann auf den Dachträger. Somit habe ich mir die Heckleiter gespart und kann immer meine Räder mitnehmen. Also einfacher geht's nicht. Der nächste Trick ist relativ simpel, aber er ist wirklich durchaus berechtigt und er macht auch sehr, sehr viel Sinn. Denn es geht um Spritzlappen, vor allen Dingen an der Hinterachse. Denn beim T3 haben wir ganz, ganz oft das Problem, dass der Bus hier hinten in den Endspitzen anfängt zu gammeln. Warum? Ganz einfach, das Fahrzeug bewegt sich, der Schlamm, der Dreck wird, wie man es hier sehen kann, am Spritzlappen in diese Ecke hier hineingeschleudert. Und wenn man dann hier unten runter filmt, bleibt der ganze Mist da hinten in der Endspitze hängen. Und weil der ganze Mist da nicht mehr weg kann und da ständig Feuchtigkeit ist, habt ihr das Problem, dass die Endspitzen wirklich sehr oft sehr schnell anfangen zu rosten. Und in dem Fall ist es einfach so, der Vorbesitzer hat hier eine alte Matte genommen, hat die sich zurechtgeschnitten und dann angespackst. Und es tut wirklich das, was es soll. Natürlich gibt es auch Originale, die haben wir auch uns besorgt. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, so sehen die aus vom VW. Die sind dann mit der Halterung hier an der Seite drin und werden dann hier hinten verschraubt. Hier ist eine Verschraubung hinter und ich habe zusätzlich nochmal selber welche hier vorne vorgemacht. Einfach weil das Problem war, hier ist ein Hohlraum zwischen. Sprich, ihr habt eigentlich keinen großen Effekt, denn genau da, wo der Spritzlappen den ganzen Mist hier abhalten soll, genau da spritzt es rein, original. Deswegen baut euch die Dinge einfach selber, ein Stück Matte, eine alte Fußmatte, eine Gummifußmatte funktioniert. Anti-Rutschmatten vom LKW zum Beispiel, woraus die jetzt gemacht sind, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das war auch mal eine alte Fußmatte. Relativ einfacher Trick, aber ihr werdet euch danken, denn wenn ihr mal wirklich bei Schlamm, bei Regen unterwegs gewesen seid und der ganze Mock hängt da drin, ihr braucht es A nicht mehr sauber machen und B habt ihr ein bisschen den Rost vorgesorgt. Also an der Stelle, guckt, dass ihr sowas bekommt. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Für unseren letzten Trick gehen wir unters Fahrzeug. Es ist relativ easy. Normalerweise, wenn diese Staubmanschetten hier alle in Ordnung sind, müsst ihr an diesen Trick nie im Leben denken. Ab und zu ist es aber so, dass mal so eine Staubmanschette ein bisschen undicht wird. Und bevor ihr die ganze Antriebswelle abschraubt, nur um hier die Manschette einmal nachzufetten, geht ihr einfach ganz einfach hin, nehmt euch eine Fettpresse und dann könnt ihr mit einem Schraubendreher hier an der Seite die Manschette zur Seite klappen und mit der Fettpresse in die Manschette und die Manschette dann fetten. Hat den Vorteil, ihr müsst nicht die ganze Antriebswelle ausbauen, um dann anschließend das Fett in die Manschette zu drücken, ins Lager zu drücken und dann anschließend wieder alles davor zu schrauben. Wer das gemacht hat, weiß, dass das relativ schwierig ist, die Schrauben wieder richtig passend zu bekommen, das anzuschrauben, weil das Gelenk ja ein bisschen angekippt ist, also hängt ja in einem Winkel da vorne vor. Und für die ganz einfachen Leute, die dann noch ein bisschen cleverer sind und nicht wollen, dass der ganze Mist wieder rausgeht, geht ihr einfach hin und macht anstatt diese komischen Schellen, diese Metallschellen, weil jeder kennt es, es gibt so Metallschellen, die dabei sind und keiner hat die Zange dafür. Es geht ganz einfach, ihr geht einfach an diese Manschette dran und macht dann Kabelbinder drum. Wenn ihr ganz clever seid, macht ihr sogar einen wieder verschließbaren Kabelbinder drum, sprich Kabelbinder, die man öffnen und schließen kann. Somit könnt ihr den Kabelbinder immer benutzen und so einfach könnt ihr eure Achsmanschetten abfetten.
Wird wie gesagt normalerweise nicht benötigt, wenn die Manschette in einem guten Zustand ist, aber wenn die etwas älter sind und hinten schon ein bisschen geweitet sind, kann es manchmal sein, dass wenn das Fett dann warm wird und flüssiger wird, dass es dann an der Seite rausläuft oder wenn die Dichtungen nicht mehr hundertprozentig sind und man aber die Lager noch nicht tauschen möchte, weil man die Originallager lieber weiterfahren möchte, dann kann man natürlich mit der Fettpresse ganz einfach von hinten hineingehen und die nachfetten. So, das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, da waren ein paar Tricks, ein paar Kniffe bei, die euch ein bisschen weiterbringen können beim T3-Bus. Wenn ihr noch irgendwelche Tricks oder Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kommt noch mal ein dritter Teil zu diesem Video heraus. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, peace. Bis zum nächsten Mal. Ciao.